Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Gäste, liebe Medienvertreter, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Eispiraten Krimmenschau gegen den SC Rissersee hier im Kunstheilstadion Krimmenschau vor 2218 Zuschauern. Der Endstand 2:1 in der Sieg für die Eispiraten Krimmenschau. Ich begrüße bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, Anton Krinner, Trainer des SC Rissersee, und Chris Lee, Trainer der Eispiraten Krimmenschau. Zunächst das Wort an den Gästecoach Herr Krinner, Ihre Einschätzung nach der Partie. Einen schönen guten Abend, ich gratuliere Chris und den Eispiraten zu dem Sieg. Ja, wir erleben im Moment gerade die Schattenseite und die bittere Seite des Eishockeysports. Wenn man so dominant und von der Spielkultur und von der Spielweise auftritt und ein unglaubliches Chancenverhältnis herausspielt und dann mit leeren Händen heimfährt, das ist für die Jungs enttäuschend. Das ist natürlich klar. Wir haben sehr gut angefangen. Wir haben uns Chancen kreiert, dass es eigentlich für zwei Spiele reicht. Das ist aber bei uns das einzige Manko. Das zieht sich ein bisschen durch schon seit ein paar Spielen. Und so gesehen ist es halt meistens so, wenn du es vorne nicht machst. Zum Schluss kriegst du das rein, dann brauchst du ja nicht groß Plan machen. Wir haben gegen einen überragenden Torhüter, der war schon in Garmisch überragend. An dem sind wir heute gescheitert. Ich kann der Mannschaft im Endeffekt 0,0 Vorwurf machen. Läuferisch stark, spielerisch stark, Zweikampf stark. Das Einzige, was sie nicht gemacht hat, das ist das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste Tor. Weil ich glaube, wenn man heute jetzt hier stehen würde und wir hätten 5-1 gewonnen, könnte sich kein Mensch beschweren. Danke. Vielen Dank, Herr Krinner, für Ihre Ausführungen. Damit das Wort an Chris Lee. Schönen guten Abend. Es war für uns heute schon klar, dass es ein schweres Spiel wird. Es ist eine starke Mannschaft, Rissersee. Und mit der Chancenverwertung gebe ich zu, wir haben heute vielleicht nicht so viele Chancen gehabt als zu Hause, das wir früher gehabt haben. Nach Mercedes haben wir schon gesehen, es wird, wenn es gehen wird, wird nur ein Arbeitssieg sein, guter Torwart sein, defensiv, wenn wir die Scheiben kriegen, einfach rausspielen und klug spielen und taktisch diszipliniert spielen, dass wenn wir unsere Chancen kriegen, dass wir die eiskalt ausnutzen. Wie gesagt, unsere Unterzahl war heute gut, unser bester Mann war Ryan, 9 Unterzahl und 5 gegen 5, hat stark gehalten, aber die Mannschaft hat ihn auch unterstützt und versucht nicht so viel zweiter, dritter, vierter Schüsse abzugeben. Er hat immer stark den ersten Schuss gehalten und ich glaube, endlich mal haben wir ein bisschen Glück gehabt hier zu Hause, wo wir ein paar Mal in den letzten paar Minuten gescheitert haben, wenn wir noch besser gespielt haben als heute. Aber das ist auch egal, heute war ein Arbeitssieg, wir haben nicht unser Beste abgerufen, was wir zu Hause gerufen haben, aber wir haben die Punkte geholt und das ist für uns wichtig heute. Vielen Dank an die beiden Trainer für die Statements. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Frage an unseren Trainer, Herr Chris. Hattest du eine Eingebung, den Torwart wieder zu wechseln, nachdem der Sebastian ja drei Spiele gut gehalten hat? War das auch vielleicht eine Antwort auf das Hinspiel, als Ryan den Rissersee schon so stark gehalten hat? Nee, für uns ist keine Torwartfrage. Ryan Nice, Nummer 1, klar bei uns. Und Sebastian Albrecht, ab und zu mal ein erster Torwart, braucht eine Pause und einfach nur seinen Kopf zu ausschalten, seinen Körper zu ausschalten ein bisschen. Und Sebastian Albrecht hat einen guten Lauf gehabt und hat ein paar Spiele gemacht. Und es war schon klar, dass Nice heute wieder ins Tor steht. Weitere Fragen an die beiden Herren? Noch eine Frage an Chris. Das erste Drittel war noch relativ ausgeglichen. Auf dem zweiten Drittel war es eigentlich ein Sturmlauf von Rissersee. Du hast dann Mitte des zweiten Drittels die Reihen umgestellt. Warst du dann mit der Umstellung zufrieden? Oder? Ja, wie gesagt, es war eine schwere Woche für uns diese Woche. Wir haben ein paar Kranke gehabt und die Kraft war vielleicht nicht so voll da. Darum müssen wir ab und zu mal ein paar Mal wechseln. Aber die Strafen hat uns auch ein bisschen wehgetan. Es kostet auch viel Kraft, aber ich bin zufrieden mit den Jungs, dass sie nie aufgehört hat und versucht, die drei Punkte zu holen. Und dann zu Ende haben wir glücklich drei Punkte geholt. Gibt es weitere Fragen seitens der Medien?
Sehe keine Wortmeldung, dann darf ich die nächsten Spiele der Eisbären an Krimmelschau noch ankündigen. Am kommenden Sonntag, 2. November, sind wir auswärts bei den Star Bulls Rosenheim zu Gast. Das nächste Heimspiel hier im Kunsterschau Krimmelschau nach der Länderspielpause findet am 16. November statt. Dann empfangen wir hier die Löwen Frankfurt. Unseren Gästen, Herrn Grinner, Ihnen eine gute und sichere Heimreise nach Garmisch-Partenkirchen und Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.